Dascha und Fritz beim Biwakieren. Mir sind da so ein paar Feinheiten aufgefallen. Vielleicht sind sie dir auch aufgefallen. Deswegen hier jetzt meine Reaktion auf das Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Glücksmensch Daniel D. Ich bin Daniel. Ich feiere natürlich genauso wie viele, viele andere die zweite Staffel Seven vs. Wild. Und von daher kommt es dann auch mal vor, dass ich in den Fritz seinen Videos herumstöbere. Und da ist mir ein Video direkt ins Auge gestochen. Und zwar Daschas erste Mal 24-Stunden-Biwak. Und was mir da so aufgefallen ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Auf dem Weg nach einem kleinen Lagerplatz haben wir natürlich ordentlich was zu essen dabei, ein bisschen köcheln, ja, so wie sonst auch. Nur, Moment, ich muss helfen. Ja, du kommst hier nicht hoch. Das geht ja schon gut los. Hilfe. Hilfe. Da wird sie sich aber gleich umgucken zu dem Weg zum Lagerplatz. Der geht nämlich richtig steil nach oben. Oh ja, der kleine Rucksack ist schwer. Also mein Rucksack ist heute richtig voll, weil dekadentes Köcheln, ne? Fleisch, Kartoffeln dabei. Und auch neue Ausrüstung, die ich euch dann im Laufe... Da kennt sich der Fritz aus. Ich habe keinen Mascara. Und wisst ihr was? Warum nicht? Ich sehe nur Haare. Haare! Warum nicht? Ohne Ende. Guck mal vor, dann können die Leute mal sehen, wie du hier diesen. Ich denke immer, bind die dir auch zusammen oder so, ist doch einfacher. Ja, einfach geradeaus. Aber gut. So, Sie sehen hier eine professionelle Trageweise des Rucksacks. Das kann doch da nicht gut gehen. Da ist es so warm. Jo. Schwitzen wir ein bisschen? Ja. Ist das anstrengend? Nein. So, wir wollen ja einen etwas erhöhten Lagerplatz. Das heißt, man muss auch erstmal ein paar Höhenmeter hinter sich bringen und das ganze Zeug hier hochbuckeln. So, ihr seht ja schon so leichte Felsformationen, da vorne auch. Ein Stückchen müssen wir noch und dann geht's da hoch. Und die Motivation ist da. Voll. Hier ist natürlich schön Brennnesseln überall, weil es auch ein bisschen pieken. Ja, der Fritz ist auch Gentleman, ne? Schön. So, jetzt geht's hier dort rechts am Fels hoch. Also er gibt sich schon Mühe, ne? Auch was das Essen anbelangt, das werdet ihr gleich noch sehen. Vom Feinsten. Fehlt nur noch die Flasche Wein. Kannst du nicht einfach loslassen? Schön mit den Händen in den Dreck rein. Ja, das wird... Die Fingernägel dürfen schwarz werden. Aber ihr seht, die Dascha, die ist frohen Mutes. Der Rucksack ist schwerer als ich. Der macht das Spaß. Ganz klar. Es ist so rutschig. Ihr hört da richtig Bock zu. Los geht's. Hier, Fritz wieder. Die helfende Hand. Es wird auch ein bisschen rutschig hier. Aber ich habe noch die Kamera, während es rutschig ist. Also man muss dazu sagen, es ist wirklich steil und rutschig, ne? Das ist ja jetzt kein Kindergeburtstag, so, ich mach ne? Mach erstmal eine Pause. Und warte. Willst du am Hang schlafen, oder was? Es ist nichts Festes da. Yep. So, bis hierhin erstmal. Ja, also ihr seht ja schon, da ist ja irgendwo auch zwischen den beiden eine gute Harmonie. Also die verstehen sich, würde ich jetzt mal pauschal sagen, hervorragend. Und so an manchen Stellen... Ja, es ist so ein bisschen am Knistern, würde ich mal behaupten. Wir schauen jetzt aber noch mal weiter. Ich gehe da eine ganze Ecke mal vor. So, wir machen mal weiter. Kleinen Windschutz und dass man auch einen schönen Ausblick nachher hat vom Feuer und falls es regnen sollte. Haben sie schön gebaut. Feuerholz zu machen. Aber bevor wir das Feuer anmachen, wollten wir schon mal ein bisschen vorschnippeln. So, guckt euch das Essen an. Eintopf zu machen. Das heißt, bisschen... Da wird fett aufgetischt. Mohrrüben, Paprika, Fleisch ist auch noch dabei. Und der Fritz lässt sich natürlich auch nicht lumpen, ne? Eine Sache wollte ich schon immer mal machen. Ist ein kleiner Insider. Die Leute, die Videos kennen, wissen, wovon ich rede. Aha. Ja, aber erklär's doch mal. Warum machst du das jetzt? Damit das Fleisch trocknet? Oder soll das lüften oder was? Keine Ahnung. Jo, guck mal. Das Pellkartoffeln? Ha, ja, Brennholz. Hier ist der Eintopf soweit fertig geschnitten. Lecker. Nach dem Fleisch schneiden muss man sich natürlich erstmal
die Hände sauber machen mit dem Feuchtklar. Das brauchen. Könnte mir auch gefallen. So, nutzen wir gleich mal die Gelegenheit. Und nein! Nein! Das ist alles Werbung. Das musst du dann später kennzeichnen. Ganz wichtig. Oh, der gute Mascara. Hallo. Hier, Fritz, das ist aber kein Messer, ne? Schmattern. Das ist der One and Only, ja. The best one. Es folgt nun ein 30-minütiges Tutorial über Smoky Eyes. Wie schminkt man sich outdoor? Jo, alles dabei. Ist noch ein bisschen was übrig geblieben, das heißt, wir können auch noch einen zweiten Dascha ist gut machen. Ausgerüstet. Und jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Werden wir das überhaupt verzehren können? Und kriegt Dascha das Feuer überhaupt an? Auf jeden Fall kriegt sie das Feuer an. Ich habe es nämlich gesehen. Okay. Ja, ich meine natürlich ein anderes Feuer, ne, als das Lagerfeuer hier. Ich denke, das Feuer hat sie bei dem Fritz schon längst entzündet. Und ja, woran sehe ich das? Also im Prinzip, jedermann, wo man merkt, jedermann, ja, weiß das, wenn eine Frau in seiner Gegenwart viel lacht, dann fühlt sie sich erstmal wohl. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Und ja, Wohlbefinden drückt auch Zuneigung aus. Ne? Und so wie Dascha, ich zeige euch das mal. Ich habe da mal so ein bisschen was zusammengeschnippelt. Du brauchst mich auch nicht hier. Hilfe. Ja, der kleine Ruck. Ich habe keinen Mascara mit, nein. Warum nicht? Warum? Weil ich keinen Mascara trage. Warum? Also des Rucksacks. Das kann doch da nicht gut gehen. Da ist es warm. Ist das anstrengend? Nein. Voll. Ich versinke. Der Rucksack ist schwerer als ich. Ja. Oh, jetzt habe ich voll was in der Hand. Das kann ich eigentlich bestimmt. Und du jagst in der Zeit, oder? Nee, ich bin. Ja, sieht spannend aus. Soll ich mal einen machen? Ja, das geht bestimmt in 2 Sekunden. Ja gut, ausbaufähig. Wie bitte? Ich krieg's nicht so tief. Du kriegst es nicht so tief rein. Es geht nicht. Sie sehen hier das sexuellste Format. Auf meinem. Ja, um zu gucken, wie viel Platz drin ist. Oh, Hilfe. Hilfe, da war's wieder. Ist die Dascha eine Frohnatur? Ich weiß es nicht. Mir scheint es, dass die Zeichen alle auf, wie soll ich sagen, auf Romantik stehen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal das Video weiter an. Ich gehe mal ein Stückchen vor. Okay, und? Sowas wie, wollen wir heute Nacht vielleicht Gänseblümchen pflücken gehen? Ach. Das sollte er vermeiden. Okay. Absatz im Gesicht. Oh. Ja, der Fritz ist schon so ein kleiner Charmeur, ne? Er muss es natürlich auch mal sagen. Er muss es ins Spiel bringen. Ich nicht, ne? Er muss das Thema Sexualität ins Spiel bringen. So sind Männer nun mal. Ja, bitte. Okay, ihr könnt jetzt mal raten. 3, 2, 1. Ja. 31. Tja. Das hättet ihr nicht gedacht, ne? Ihr hättet safe auf 19 geschätzt. Ja, genau, 19. Was? Mutti mit 19. Oh ja, das ist charmant. Essen ist verdrückt. Jetzt gibt's noch einen schönen, leckeren Tee. Ja, Leute, ihr habt das gesehen. Vom Feinsten das Essen. Ich finde das ganz cool, wenn man diesen Diamantaufbau hier hat. Und dann diese Stecken dafür nutzt, um so ein kleines, ich sag mal, Organisationsregalsystem zu machen. Das ist einfach nur hier ein bisschen, ja, eingewirkt mit einem kleinen Stückchen. Oh. Und dann fällt das halt auch mal runter, wenn man dran rumfummelt. Aber hier, das da ist er wieder. Zweck der Sache, achte drauf. Da weil ist man er. Das ja schnell auch hier wieder. Da ist er, der Charmeur. Funktioniert das wieder super. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Ich kann euch eins sagen: Mein Bärenfell, weil einige werden natürlich fragen, was ist das Fell hier und so weiter. Das ist halt wirklich. Also, es ist ein Babybär, muss man dazu sagen. Es ist eigentlich ein jugendlicher Bär gewesen. Und mit dem hatte ich einen Kampf und den habe ich dann selbst gehäutet in Alaska damals, vor 2 Jahren. Hatte ich bisher immer nicht auf Tour, weil es auf dem Dachboden lag. Aber den habe ich mit meinen eigenen Händen habe ich den Bären erwürgt und dann habe ich den Zehen das Fell abgerissen. Ja. Leute, immer ganz wichtig, ne? Also, wenn Frauen in der Nähe sind, dann muss man einfach immer Heldengeschichten auch erzählen. Ja. Ganz egal, ob die nun stimmen oder nicht, man muss die Heldengeschichten erzählen. Die müssen raus. Okay.
Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich mich heute heimlich nachts im Dunkeln rausschleiche und Dascha dann alleine zurückbleibt und sich in die Hose scheißt vor Angst? Solange du mich nicht wächst, scheiße ich auch nicht in die Hose. Jetzt dreht er auf. So, Dascha hat gerade gefragt, was eigentlich das Konzept hinter diesem Format ist, das aktuell noch keinen Namen hat. Es waren jetzt folgende Ideen: Pussies in the Woods, Beauty and the Beast, Beauties in the Wild. Ja. Das Konzept ist so, das Milf Hunter war noch da. Das Konzept ist so einfach wie genial. Man schnappe sich eine attraktive Frau, geht mit der 24 immer schön entspannt und locker und chillt halt am Feuer. Das ist das Konzept. Wenn ihr also Bewerbungen habt, ja, wenn ihr euch für höchst attraktiv haltet, das ist übersexistisch. Nein, das lassen wir. Nein, streiche das. Leute, ihr müsst auch ein bisschen Spaß verstehen. Oh, du wirst dich kaum retten können vor Anfragen. Echt? Na, dann machen wir das doch mit den Anfragen. Und zwar schaut unten in die Videobeschreibung rein. Ich richte da eine extra E-Mail-Adresse für ein. Oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram. pussis@fritzmeinecke.com. Ja! Okay. Also ihr seht schon, das geht richtig gut ab zwischen den beiden. Ob da nun letztendlich was gelaufen ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber die Zeichen, die stehen günstig. Also es passiert auf jeden Fall nicht so oft, ne, dass du eine Frau dabei hast, die solch eine Frohnatur ist wie die Dascha. Und ja, also es gibt so viel Zeichen. Ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt den Rest an und schauen dann nochmal, wie der Fritz die Dascha doch verwöhnt. Porridge. 150 Milliliter. Himbeerporridge. Habe ich noch nie gegessen. Sie dürfen rühren. Danke für die Erlaubnis. Ja, und siehe da, das Frühstück. Man braucht ein deftiges ebenfalls Frühstück, opulent. Manche essen halt ein bisschen Porridge. Also da hat er sich nun wirklich nicht lumpen lassen, ne? Was das Essen anbelangt. Ist natürlich schön, ne? Also Essen erzeugt auch eine gute Atmosphäre. Und das will man ja haben, wenn man genau jetzt wie die Dascha das erste Mal so ein Biwakin macht. Dann möchte man das ja auch komfortabel haben, weil das in guter Erinnerung bleibt. Lecker! Voll geil, ist genau mein Ding. Naja, ich sag mal so. Sehr schön. Eine Prise Salz hätte auch hier mal wieder nicht geschadet. Gut, kann ich alles haben. Auf die Decke geschnitzt. Na, zack, rein. Kann ich nächstes Mal auch ein bisschen Salz mitnehmen. Die müssen auch mal von der Flamme geküsst werden hier ein bisschen. So, das mit dem Stock hier hat nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen probiere ich jetzt mal die Variante auf einen heißen Stein davor. Und hier gibt es jetzt runde Zwiebeln mit Zwiebeln. Guck dir das an, nur. Lager ist abgebaut, Rucksäcke sind gepackt. Ja. Wenn ihr Bock habt, dass ich wieder mal eine unerfahrene Dame mit in den Wald entführe, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, schreibt auch gerne mal euer Feedback in die Kommentare, wie ihr diese neue Formatrichtung fandet. Ja, schaut gerne mal bei Dascha bei Instagram vorbei, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und dann Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Ciao. Ob der Fritz Meinecke nun auch weiterhin dieses Format ausstrahlt, diese Frage lasse ich einfach mal unbeantwortet. Auf jeden Fall hat der Fritz mit Seven vs. Wild ein richtig geiles Format geschaffen. Gönnt euch das, zieht euch das rein. Ich werde das jetzt auch machen. Mittwochabend Unterhaltung. Ich wünsche euch noch eine restliche geile Woche und wir sehen uns, wenn ich mein neuestes Video hochlade. Also, bis dann. Ciao, euer Daniel.